SchülerInnen aus der 6. Klasse haben Dirk Ahrens eine Ausstellung gezeigt mit dem Titel Ihr seid das Licht der Welt. Dabei ging es viel darum, wie die SchülerInnen die Pandemiesituation erlebt haben, was für sie problematisch war, aber auch was ihnen geholfen hat, Trost zu finden in dieser Zeit. Sie haben Dirk Ahrens durch die Ausstellung geführt und für sie wichtige Punkte und Einschränkungen ihrer Rechte nochmal erläutert. Und mein Licht der Welt ist die Geschwisterliebe. Ich habe selber eine kleine Schwester. Darum habe ich mir das Bild ausgesucht, weil man kann halt immer auf seine Schwester oder Bruder zählen. Also für mich war das eigentlich auch eigentlich eine richtig gute Erfahrung, also sowas mal mitzuerleben. Und es hat mir Spaß gemacht, mal mit anderen Leuten was zu sprechen. Und dann war es auch mal interessant und das halt auch gerade Herr Ahrens so persönlich kam, das war eigentlich ganz cool, weil dann konnte man es wirklich, also generell ihn direkt da so auf Sachen ansprechen. Bei der Frage, sich impfen zu lassen, hast du das entschieden oder haben das deine Eltern? Also ja, ich glaube sogar so eher, also eher meine Eltern das entschieden als ich. Also ich habe schon was dazu beigetragen. Also ich Ja. wollte es auch, ich war jetzt nicht dagegen. Okay. Aber meine Eltern haben sich darüber halt Gedanken gemacht, aber im Endeffekt sind sie halt dazu gekommen, Ja. dass ich mich impfen lassen Okay. kann. Ich fand, es war auch wirklich eine große Ehre und es hat wirklich viel Spaß gemacht, weil man halt einfach mal seine, ja, seine vielleicht auch Sorgen oder Ängste oder vielleicht auch seine Bitten an Erwachsene so geben konnte und dann, dass man dann auch darüber ins Gespräch gekommen ist. Man konnte irgendwie Fragen stellen oder Herr Ahrens hat Fragen gestellt zum Thema jetzt zum Beispiel jetzt mit der Schule, ob was wir finden, ob die lieber aufbleiben soll oder doch geschlossen werden soll. Das fand ich war echt gut, dass wir dann so uns einfach mal austauschen konnten. Finde ich ja auch interessant, was da oben steht. Ne? Viele Kinder werden nicht verstanden, wenn sie über ihre Gefühle oder Probleme erzählen. Oft hören sie Sätze wie, das ist doch nicht so schlimm oder das ist doch nur eine Phase, wir brauchen aber Unterstützung. Erwische ich mich ein bisschen bei, dass ich auch manchmal sowas sage. Ja. Ja. Also wir haben Herr Ahrens ja viele, ja, ich sag mal auch Bitten oder wir haben ja nochmal wieder, wenn man zum Thema Schule offen oder zu, haben wir ja, hat man ja ziemlich einstimmig gehört, dass es die meistens gehofft haben, dass die Schule offen bleibt, und dass man dann vielleicht sich irgendwie wünscht, dass er sich dann dafür auch ein bisschen einsetzt. Oder einfach, es gibt ja so viele Kinderrechte, ein paar haben wir ja jetzt auch vorgestellt gehabt, dass man da irgendwie für sorgt. Gerade für, wir hatten ja auch ganz viel zum Thema Privatsphäre oder medizinische Versorgung, dass man dann so Beispiele, dass man da vielleicht oder dass er da dann vielleicht überlegt, wie kann man das vielleicht besser Da hast machen. du oft auf der einen Seite zum Beispiel das Schwert und die Schleuder, die halt die beiden Charaktere symbolisieren. Das Schwert für Goliath und die Schleuder für David. Und innen hast du dann Bilder, die die Hoffnung oder den Halt zum Beispiel symbolisieren. Zum Beispiel hast du oft diesen Für Regenbogen oder mich den ist es Zusammenhang. ein wichtiger Punkt, dass jeder dieselben Chancen hat, dass es das Recht auf Gleichberechtigung und dieselben Chancen, dass Erwachsene und Kinder dieselben Chancen haben, da mitzubestimmen. Oder einfach, dass man das generell öfter macht mit solchen Gesprächen, dass vielleicht Erwachsene auch einfach Kinder fragen, weil Herr Ahrens hat ja jetzt vielleicht auch also andere Seiten so kennengelernt und dass er dann, also dass sowas viel öfter, ja, gemacht wird. Nach der Ausstellung sprachen SchülerInnen der 7. Klasse mit Dirk Ahrens über drei verschiedene Themen. Einmal ging es um die Corona-Einschränkungen, die für sie schwierig waren bisher oder immer noch sind und die ihre Rechte stark einschränken. Es ging aber auch um die Situation in ihren Familien und um einen respektvollen Umgang zwischen Lehrkräften und SchülerInnen. Ich finde das auch richtig gut gewesen, weil ich habe mich so gefühlt, dass wir so als Kinder so respektiert werden und auch so zugehört werden und nicht so Kinder als Kleinkinder genannt werden, sondern auch so richtig unsere Kinderrechte oder Jugendrechte richtig so, wie soll ich sagen, das richtig meinen und darüber reden mit uns wollen. Das fand ich richtig gut. Also ich finde es auf jeden Fall toll, dass es kein so strenges Gespräch war, sondern wenn man sich mal versprochen hat oder mal was gesagt hat, war es nicht schlimm, wenn man was Falsches oder so gesagt hat. Man durfte seine Meinung richtig äußern und es war nicht so, nee, sondern es wurde verstanden. Vielleicht hat es einem nicht gefallen, aber man hat es nicht so geäußert und deswegen fand ich das Gespräch sehr toll und würde es auch nochmal führen. Ich fand es auch gut.
Ich habe mich gefühlt, als würde mir jemand zuhören. Ich habe mich gehört gefühlt. Ja, mir hat's gut gefallen. Deutlich wurde in dem Gespräch, wie sehr der Corona-Lockdown viele SchülerInnen belastet hat. Sie konnten Freunde und Familie nicht sehen. Sie hatten Kopfschmerzen vom Homeschooling. Sie konnten sich nicht mehr beim Sport auspowern. Enge und Konflikte zu Hause, Streit mit den Eltern und den Geschwistern, physische und psychische Gewalt, Geldsorgen, Sorge um die Miete und um die Versorgung der Familie waren nur einige Punkte, die sie genannt haben. Falls es nochmal zum Homeschooling kommen sollte, wünschen sich die SchülerInnen, dass sie sich die Zeit zu Hause beim Lernen selbst einteilen können und der Unterricht nicht genauso wie in der Schule stattfindet, also analog zum Stundenplan. In Bezug auf die Situation in den Familien forderten die SchülerInnen, dass es eine bessere Unterstützung für die Familien geben müsste, in der die Kinder viel auf ihre Geschwister aufpassen müssen. Sie wünschten sich, dass es zum Beispiel kostenlose ehrenamtliche Betreuung für ihre Geschwisterkinder geben könnte, damit sie selbst mehr lernen können. Und gibt es etwas, was ihr euch fürs nächste Mal wünschen würdet? Eigentlich gar nichts. Also das war eigentlich richtig toll heute. Also ich hätte es auch anderen empfehlen. Man fühlt sich wirklich richtig gut, dass man von anderen zugehört wird und ernst gemeint ist. Das war eigentlich richtig toll und wir hatten auch wirklich Spaß. Also ich glaube, dass es zum einen wahnsinnig wichtig ist, mit Kindern und Jugendlichen immer wieder ins Gespräch zu kommen und zuzuhören. Wir haben ja als Erwachsene oft das Gefühl, wir waren selber Kinder und Jugendliche, wir wissen, wie es denen geht. In Wahrheit ist das verdammt lange her und ich habe heute einfach noch mal ganz viel gelernt, worum es gehen kann und gehen muss. Und ganz bezogen auf Corona ist mir noch mal sehr, sehr prägend deutlich geworden, weshalb es wahnsinnig wichtig ist, dass die Kinder in ihrem Kontaktumfeld irgendwie bleiben können. Und das war das große Thema heute, Einsamkeit, Isolation und Enge. Und deshalb ist es, glaube ich, wirklich eine gute Idee, wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie wir diese vierte Welle bewältigen, dass wir dabei bleiben zu sagen, die Schulen sollen offen bleiben. Habt ihr noch Wünsche an das Projekt oder habt ihr noch Ideen, was Erwachsene noch mit euch machen können oder wo sie euch unterstützen können, dass Kinder- und Jugendrechte besser umgesetzt werden? Also ich finde, die Eltern haben ja im Homeschooling sehr viel gearbeitet und ich finde, man hatte auch Schwierigkeiten im Homeschooling und die Eltern haben nicht so richtig einem zugehört. Also ich fand das irgendwie so. Aber ich finde, die Eltern müssen auch arbeiten, aber die sollten auch ein bisschen für uns zu Hause sorgen. Mir ist es auch sehr wichtig, dass Kinder, auch andere Kinder, Privatsphäre mal im Leben haben und dass sie sich auch mal beruhigen können nach der Schule und dass nicht direkt nach der Schule, wenn du nach Hause kommst, Stress haben, sondern dass sie sich erstmal, dass sie runterkommen, dass sie erstmal essen oder mit der Familie erstmal kurz ein bisschen reden. Ja, das ist mir sehr wichtig. Ich finde das auch gut, dass wir zum Beispiel in der Schule hier mit ihnen darüber reden können und auch so eine Chance haben, mitbestimmen zu können und zu sagen können, das ist mir wichtig und das soll auch so sein und dass wir auch diese Rechte haben und dass auch jeder wissen soll, dass so wie jeder Ältere oder wenn ich sagen soll, ältere Leute Rechte haben, so haben wir Kinder auch Rechte und so wollen wir auch, dass es akzeptiert wird von jedem und auch wirklich auch so meinen. Danke, dass eigentlich so viele da jetzt auch dran teilgenommen haben und ich hoffe auch, dass es halt ganz viele jetzt immer noch weitermachen für. Es gibt ja, das war ja jetzt nicht das letzte Mal, dass man einfach bei neuen Aktionen da wieder mitmacht, dass man dann einfach, also auch so wichtigen Menschen das sagt, die dann halt auch was verändern können. Wenn das viele machen, dann sammelt sich das ja an und wenn dann viel mehr Erwachsene beide Seiten kennen, dann kommt sowas vielleicht mit Glück in den politischen Raum. Dieses Mal waren es 60, nächstes Mal sind vielleicht 90 und dann irgendwann sind es vielleicht irgendwann mal so 200 oder so. Und dann hoffe ich auch, dass jetzt ganz viele, die das vielleicht auch noch sehen oder so, oder die beim nächsten Mal vielleicht, wenn es bei denen im Umfeld mal so eine Aktion gibt, dass sie dann auch mitmachen. Weil wie gesagt, dann ist es vielleicht, wie Niklas sagt, dann irgendwann mal auch richtig, richtig viele.